So, liebe Studierende, jetzt geht's los. Wir müssen heute dringend noch nachtragen, was wir eigentlich meinen, wenn wir von einer Zufallsvariable sprechen. Eine Zufallsvariable, hatten wir ja gesagt, kann zum Beispiel den Namen x tragen. Ups, Entschuldigung, muss man hier mal erstmal ein Stiftchen einstellen. Also, wir könnten sagen, eine Variable groß x, die nimmt ja, wenn wir messen, Werte an, klein x. Den ersten Wert, dann messen wir nochmal, den zweiten Wert, wir messen sogar nochmal und so machen wir das, bis wir mit unserer Stichprobengröße zufrieden sind, zum Beispiel bis zum Endenwert. Okay? So. Lass uns für heute uns mal vorstellen, diese Werte sind Gewichte von Katzen, die wir ermittelt haben. Okay? Das kann ich, glaube ich, mal hier sogar dahinter schreiben. Ich kann sagen, wir haben in der Tat ermittelt eine kleine Katze. Da haben wir nicht aufgepasst, dass das noch nicht ganz ausgewachsen war. Dann das andere Viech hatte 3,2 Kilo. Dann war noch eine dabei. Ich habe die schon mal der Größe nach geordnet. Von 4,1 Kilo. Und dann war noch so eine Art Garfield dabei. Der hatte 6,9 Kilo. Wobei, das geht auch noch schwerer. Aber das sind unsere Katzengewichte. Okay? Und wir führen das Wort Zufallsvariable gern im Mund, weil das läuft uns rein, das kennen wir. Aber wir wollen uns heute mal anschauen, was wir eigentlich genau damit meinen. Und zwar meinen wir damit Folgendes. Stellt euch vor, es gibt einen großen Raum. Einen Raum, den wir im Übrigen in der Wahrscheinlichkeit meistens als Omega bezeichnen. Dieser Raum enthält alle möglichen Werte. Ganz ähnlich wie beim Würfel, könnt ihr euch erinnern, da haben wir gesagt, okay, welche Werte können denn resultieren? Probability, Space nennen wir den deshalb auch. Man kann auch sagen Wahrscheinlichkeitsraum. Okay? Und dann gibt es ja aber auch diese Domäne, diesen Raum, diese Welt der tatsächlich beobachteten Werte. Die mache ich jetzt hier mal in eckig und greife damit lustigerweise auf eine andere Psychologen- oder Statistikerkonvention zurück. Und dieser Raum, der wird oft als Omega-Strich bezeichnet. Dies sind nun die tatsächlich realisierten Werte, das waren wirkliche Zustände in der Welt sozusagen, und deshalb nennt man die auch State, Space. Das sind zwei Begriffe, die ihr bitte kennen solltet. So, und was die Zufallsvariable nun eigentlich ist, die Zufallsvariable x, ist eigentlich nichts anderes als die Zuweisung. Ich mache das wie so ein Transatlantikflug, wenn man zwischen Amerika und Europa hin und her fliegt, da fliegen die Flugzeuge immer so. Diese vielen Transatlantikflüge zwischen dem Probability Space und dem State Space, das ist eigentlich die Zufallsvariable. Nicht eigentlich, das ist die Zufallsvariable. Okay? Also kann ich sagen, das ist x. Es ist ein bisschen irre, dass das hier nicht x ist, sondern das ist Omega. Das ist der Raum, der enthält alle möglichen Werte. Ihr könnt euch leicht an diesem Beispiel vorstellen, mit dem Katzengewicht, dass eine unendliche Vielzahl an Gewichten möglich ist natürlich. Es ist eine stetige Variable, nimmt zwei beliebige Werte, die das Katzengewicht annehmen kann, und du kannst sehen, dass dazwischen nochmal unendlich viele beliebige Werte passen. Ja? Deshalb ist es schon richtig, wenn man diese Schreibweise beachtet, dass man sagt, was ist groß x? Groß x ist dann eine Manifestation von konkreten Werten und dieses sich manifestieren, das steckt in diesem Pfeil hier drin. Wir können also sagen, da kommt, und das mache ich jetzt mal in blau, da kommen dann in der Tat Werte x1, x2, x3 bis xn raus. Ja? Und das Tolle ist jetzt, dass man auch sagen kann, aha, passt auf, ich mache jetzt Folgendes, ich lösche jetzt diesen Wert, diesen Raum nochmal. Eigentlich müsste ich gar nicht den ganzen Raum löschen, das ist eigentlich Quatsch, ich wollte nur die eigentlichen Messungen löschen. Du kannst auch mal so löchrig lassen und wir können nun fragen,
a priori unsere Messung. Bevor wir die Katzen messen, können wir sagen, lass mal nachdenken. Was würden wir eigentlich erwarten? Ja? Wir können also sagen, was ist der sogenannte Erwartungswert unserer Zufallsvariable x? Hat sie denn einen? Und ganz konkret heißt es für euch als Forscherinnen und Forscher, dass ihr sagt, was kann ich denn über die Variable Katzengewicht im Vorfeld wissen? Ja? Ich kann auch fragen, wie wird sie streuen? Wie würde ich erwarten, dass die Variable groß x streut? Und ganz abgefahren, ich kann auch sagen, was ist die Kovarianz und entsprechend auch die Korrelation zwischen meiner Zufallsvariable Katzengewicht und einer anderen Zufallsvariable, die noch keine konkreten Werte angenommen hat. A priori jeder Messung. Die zweite Zufallsvariable könnte zum Beispiel das verzierte Futter sein. Welche Futtermengen verziert eine bestimmte Katze? Und gibt es einen linearen Zusammenhang, eine Kovarianz zwischen Katzengewicht und Katzenfutter, also Menge des Futters? Ja? Ihr werdet dafür Verständnis haben, dass ich jetzt hier genau keine Formeln einsetze, weil wir uns ja im Folgenden genau fragen wollen, wie solche Wahrscheinlichkeiten sich verteilen, welche Werte eine Zufallsvariable wahrscheinlich annimmt. Also wir werden sehen, dass es für diskrete, abzählbare, seltene Ereignisse anders ist als für stetige Ereignisse. Wir werden die sogenannte Binomialverteilung ausbuchstabieren. Wir werden uns also binomial verteilte Merkmale anschauen, binomial verteilte Zufallsvariablen, Poisson-verteilte Zufallsvariablen und dann hauptsächlich normal verteilte Variablen. Später auch noch T-verteilte Variablen. Und ihr könnt an diese kleine Lektion hier zurückdenken, wenn wir dann auch über Mittelwerte sprechen werden und wie sich Mittelwerte verteilen, denn auch ein Mittelwert ist nichts anderes als eine Zufallsvariable. Das mache ich jetzt noch einmal neu für euch hier hin, ganz kurz zum Abschluss. Schauen wir ein bisschen nach vorne und wir sagen, wenn ich eine Stichprobe ziehe, dann ermittle ich ja ein Mühut, einen Schätzer. Ja. Und in der Regel tue ich das auch genau nur einmal. Deshalb habe ich auch nur einen Mittelwert, kann ich auch als x quer bezeichnen. Das Wichtige daran und warum unsere ganze Inferenzstatistik funktioniert, ist aber, dass dies nur ein möglicher von vielen resultierenden möglichen Mittelwerten ist. Wenn die erste Studierende in ihrer Bachelorarbeit was durchführt, bekommt sie einen anderen Mittelwert, als wenn auf dem gleichen Thema, an der gleichen Fragestellung im nächsten Jahr ein anderer Student wieder eine Stichprobe erhebt mit derselben Variable. Ja. Und wir müssen also sehen, realisieren, dass auch das Ziehen von Mittelwerten eine Überführung aus einem Raum möglicher, das habe ich gerade den Rotstift eingeschaltet, einem Raum Omega aller möglichen Mittelwerte ist und ich dann eine Situation habe, wo ich eben tatsächlich nur einen Mittelwert produziere. Das ist, dass die Zufallsvariable Mittelwert, die muss ich, das ist jetzt verwirrend, die muss ich eigentlich mit groß M bezeichnen, groß, nicht groß M, sondern groß μ, also eigentlich griechisch μ, die kann eben viele Werte annehmen. Und wer es ganz sportlich mag, könnte ja zum Beispiel auch sagen, na gut, ich glaube meiner Stichprobe nicht, ich ziehe nochmal eine Stichprobe. So etwas Ähnliches macht er als Übung dann auch mal im Seminar. Und es ist für mich relativ wichtig, dass euch das klar wird, dass ihr, wenn ihr eine Stichprobe zieht, nichts anderes macht, als einen von vielen möglichen Mittelwerten zu ermitteln. Und all das steuert dann auf den sogenannten zentralen Grenzwertsatz oder Central Limit Theorem hin. Aber das ist dann wirklich eine andere Geschichte.